Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Dayang. Eine neue Aufnahmesession. Ich habe eine neue Haarfarbe. Ich bin dunkel. Und es sind ein paar Tage vergangen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier zu tun habe. Aber wir kommen schon rein. Ich glaube, wir hatten jetzt hier den Küstenturm soweit fertig gemacht. Und ja, werden jetzt mal dieses Gebiet erkunden. Es ist schon crazy, wenn man so ein paar Tage nicht mehr gespielt hat, weiß man nichts mehr. Also zumindest ich. So. Wir müssen ja immer noch unseren Kollegen da hinten aus dem Turm befreien. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß nicht, wann das der Fall ist, dass wir das können. Aber das behalten wir mal im Hinterkopf. Jetzt rennen wir erstmal hier vorne zu diesem Türmchen. Folgen Sie den roten Markierungen. Folgen Sie dem Uferweg. Ja, meine Errungenschaften sieht man auch. Schön. Freigeschaltet, The Gate. Weiß halt nicht. Ich glaube, da hinten kommt man einfach nur wieder zurück. Da waren wir schon. Wir gehen jetzt direkt einfach mal hier lang. Ach Gott, ich dachte schon, was war das denn für ein Schatten? Ja, ich werde wahrscheinlich vieles verpassen. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber ja, so ist es, ne? Ich möchte hier Spaß haben. Versuche so viel wie möglich mitzunehmen, aber ich werde wahrscheinlich nicht alles schaffen. Stoff und eine Flasche. Ach, ich darf nicht vergessen, dass ich ja so wenig Platz in meinem Inventar habe. Wo war das denn nochmal hier? Mhm. Das Tor. Ich weiß halt auch nicht, ob... Ich habe halt Angst, dass irgendwann das Spiel vorbei ist und ich habe hier alles nicht erkundet. Deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwann zwischendurch nochmal hier auf die Landschaften wechseln. Kein Plan. Ja, ich glaube, wie kann ich die nochmal wegmachen? Nee. Ja? Oh nein, nicht das. Das da. Okay. Wir müssen Platz sparen. Ah ja, Holz aufgehoben. Das war immer gut. Da kann man ja immer schön speichern mit. Trinken brauche ich nicht. Wahrscheinlich eh so altes Gammelwasser. Ob das so gesund ist, weiß ich auch nicht. Guck mal, das Bild hatten wir doch irgendwo hier bei den... Nee, Moment. Ja, ich kenne mich gar nicht mehr aus hier, oder? Ach so, hier, Karte. Blutige Karte, da war dieser Stier drauf. Wo ist die zerrissene Karte? Da. Und da fehlt uns auch ein Teil von... What the fuck? Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Ja, wo kam denn die Musik her? Ich dachte, jetzt ist hier so eine Spieluhr oder so. Eine Lampe? Neues Dokument. Es tut mir leid, Kumpel. Bitte sei mir nicht böse, aber ich habe schon wieder deine Feldflasche verloren. Vielleicht habe ich sie irgendwo beim Sonnenblumenfeld in der Nähe von dem Tempelruin gelassen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es immer noch dort ist. Morgen in der Früh werde ich sie als allererstes holen, versprochen. Der ist wohl Im. Da lagen ja Imme Leute. Die haben wir schon, die Feldflasche. Da unten rechts. Aber schön, dass man Hinweise bekommt. Dann werde ich ja vielleicht doch nicht ganz so viel verpassen. Was haben diese Bilder zu bedeuten? Was hat diese Spielmusik zu bedeuten? Das kennen wir noch nicht.
Das ist das Sonnenblumenfeld und... Sieht aus wie so eine Stadt. Oder halt Türme. Mhm. Crazy. Ganz seltsame Insel hier. Ganz seltsame Schwingungen hier. Aha. Da sind Ordner. Arbeitsbericht. Datum 9. August. Betreff Reinigung. Vor 12 Stunden, nachdem ich deine Erlaubnis bekommen habe, habe ich die Arbeiter konfrontiert, die in Verdacht waren, die Flucht geplant zu haben. Ich hatte mit Reaktionen gerechnet, trotzdem hat der Scharfsinn eines Arbeiters mich überrascht. Er muss etwas gespürt haben, weil er in dem ersten Augenblick der Verwirrung einen Schlüsselsatz griff und aus dem Fenster sprang. Wir sind ihm in Richtung Süden gefolgt, aber wir haben es nicht geschafft, ihn zu fangen. Wir können es uns nicht leisten, ihn am Leben zu lassen. Ich habe den Henker geschickt, um das Problem zu lösen. Wegen der anderen Arbeiter. Ich werde Bruder Nummer 3 bitten, sich um die Leichen zu kümmern. Die Stiertür bleibt mittlerweile verschlossen. Das wird mit Sicherheit die Umerziehung der Ausländer nicht beeinträchtigen. Okay. Eieiei. Die Umerziehung der Ausländer. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auch ein Ausländer sind. Und die uns hier halt umerziehen wollen, damit wir für die arbeiten. Weiß nicht, ich denke mal. Das ist logisch. Und dieser Mitarbeiter, der wahrscheinlich hier umerzogen wurde, ist aber wohl noch ein bisschen bei Sinn und wollte fliehen. Ob er es geschafft hat, ich weiß es ja nicht. Okay. Ich würde gerne nach außen Kontakt aufnehmen, aber anscheinend ist hier alles im Eimer. Geht da was? Ah, ist ja eine Sauklaue, das kann ich nicht lesen. Hm. Okay. Bin sehr gespannt, ob sich das hier alles noch auflösen wird. Was die hier im Sinn haben, ob es einfach nur ein Kult ist. Ob die hier noch ganz viele böse Dinge machen. Ich meine, es gibt hier einen Henker. Warum? Der sorgt für Zucht und Ordnung. Aber irgendwas verkaufen sie ja auch irgendwo hin, ne? Also irgendwas Illegales ist hier am Laufen. Hoppala. Sehe auch, mein Stock ist nachher gleich kaputt. Wir brauchen unbedingt einen neuen. Erstmal speichern. Ganz wichtig. Kann ich hier spielen? Nein. Oh, ich habe hier immer noch keine Fußkleidung. Ich bin so gespannt. Also ich habe gehört, dass man hier auch irgendwann mehr Ausdauer bekommt und Ausrüstung und so. Ich habe keine Ahnung, wo mich das hier noch hinführen wird. Looks like the door with the bull insignia marked on the map. Maybe I can find the keys around here. Around here, okay. Also das ist anscheinend die Tür. Could it be the animal has some meaning here? Ob das Tier eine Bedeutung hier hat, das glaube ich schon. Ich weiß nur auch noch nicht genau welche. Okay, also irgendwo hier könnte ein Schlüssel sein. Ist halt die Frage, meint sie jetzt mit irgendwo hier auf diesem Gelände oder? Geht man da hoch? Das ist jetzt die Frage. Genau, das da hinten ist die Tür, die verschlossen bleiben soll. Oh, da geht's auch noch lang. Achso, oder auch nicht. Ja, vielleicht gibt es ja hier irgendwas Interessantes. Ja, warum nicht? Gönnung. Ich gehe jetzt doch nochmal zu dem Türmchen. Das war knapp.
Ich vergaß, dass es hier Schlangen gibt. Die machen wir jetzt. Machen wir die platt. Oh. Oh. Ich habe nichts zum Schießen oder so, ne? Wie bei. Oh. Oh. Nähere mich von hinten an. Oh nein! Oh, jetzt bin ich vergiftet. Das da, ne? War dafür. Ein einfaches Taschentuch, um die Wunde. Entschuldigung. Ich nehm's mal, aber. Ich muss jetzt mal beachten, was dann passiert. Jetzt haben wir ja überall diese komischen. Adern, Giftadern am Bildschirmrand. Aber es ist ja nicht viel passiert, nachdem ich das Tuch nahm, oder? Na. Lass es mal bei einem. Komm, ein Band nehme ich noch und gucke, ob was passiert. Ups. Und guck mal, da ist das kurz und dann ist wieder weg. Ja, okay. Wird schon. So. Vielleicht gibt es ja hier doch noch was. Hört sie mit alt? Ja, okay. Ah ja. Ein lieber Zuschauer hat mir auch geschrieben, ich muss noch sehr viel klettern. Ich freue mich. Oh, gerade noch so geschafft. Komm ich hin? Nie im Leben. Ah, da. Hüpf, du kleines Mäuschen, hüpf. Oh, oh. Ich hab gleich... Oh, oh. Oh, nein, ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Oh, nein! Ja, moin. Moment. Ich muss gucken. Das hier, ne? Quick Save. Ja, moin. Das läuft gar nicht so gut. Erstmal reinkommen, ne? Hatte ich das schon gesehen? Ja. Ja, jetzt ist die Schlange ja auch wieder am Leben. Die ignoriere ich jetzt. Ich habe keine Lust auf eine Vergiftung. Ich muss immer mal wieder rüber gucken, ihr wisst. Profi beim Aufnehmen. So, okay. Also, hops. Hops. Wir müssen uns beeilen. Vielleicht komme ich hier auch noch gar. Jetzt habe ich schon wieder. Guck mal, hier komme ich auch hoch. Huh? Komme ich hier hoch? Ah, ja. War ich da eben auch schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja. Oh. Ja, das geht ja gut los. 1.38 p.m. Vielleicht 20 vor 2 am Nachmittag. Wir müssen darauf achten. Das kommt ja auch noch. Also das Spiel wird ja gigantisch lang, glaube ich. Dass wir einen Unterschlupf suchen sollten, wenn die Nacht heranbricht. Oh nein. Komm ich hier raus? Oh Gott, Gott sei Dank. Verzeiht es mir. Jetzt werde ich es schaffen. Ganz sicher. Also in allen Spielen war Klettern tatsächlich noch nie so mein Lieblingsding. Ihr wisst warum. Aha.
Ah ja, da waren wir ja auch eben schon. Bin ich da ganz hoch? Okay. Ah ja. Nein! Kann ich das nicht kaputt machen? Ah, habe ich ein... Ah! Juhu! Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt nochmal eben gucken, hier waren wir schon. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt da hinten lang gehe. Ich gehe jetzt einfach mal da hinten lang. Ob ich mich halt verlaufe. Das könnte sein. Weil das Gebiet ist, glaube ich, einfach riesengroß. Und meine Orientierung, ihr wisst, nicht die beste. Wir gehen jetzt mal da lang. Mal schauen, was da so passiert. Also ich denke, das Let's Play kann ich dann nachher mit 80 Folgen beenden oder so. Ich hoffe nicht. Soll ja auch schon ein bisschen interessant bleiben, ne? So, hier haben wir ja schon einen Hund getötet. Das sieht man dort. Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich hier schon sein soll, aber... Und ich muss vor allen Dingen immer zwischendurch mal speichern, ne? Vielleicht ist das ein guter Moment, um das zu tun. Was ist das denn? Musik. Ein Hase. Hab ich... Ich habe gar kein Feuer, oder wie? Oh Gott, direkt mal bauen. Zack, Bums. Und direkt mal speichern. So. Da fühlt man sich direkt sicherer. Voll die fancy Musik, warte mal. Ich hatte das, glaube ich, sehr leise gemacht, ne? Machen wir hier so auf 30. Der Kiefernwald. Okay. Warte mal. Ach, das steht ja hier. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein soll. Das Haus am Strand. Nee, ich guck erstmal, wo ist denn das Haus am Strand? Kann auch nicht die Karte komplett aufmachen, ne? Ich gehe mal da hoch. Das ist nämlich in die Richtung, wo wir ja herkamen. Ich weiß nicht. Ich werde mich so verlaufen. Das ist, das hört sich nach einer Schlange an. Hau ab! Schön hier. Ein Träumchen. Diese Musik im Hintergrund macht mich ein bisschen nervös, aber es geht. Bis jetzt... Oh, Pilze. Bis jetzt gab es ja Gott sei Dank nicht so Schockmomente. Bist du mir wohl gesonnen? Oh, ich brauche Fleisch, ne? Aber vielleicht nicht gerade von ihm. Er wollte noch leben. Oh, ein Feuer. Was ist das denn da? Da ist eine Höhle, oder? Ah ja. Ach, guck mal, hier ist die Mana Farm. Ich glaube, hier muss ich auch noch mal hin. Ah!
Ich hab Angst, dass hier eine Schlange kommt. Wo kommen wir denn hier hin? Oh Junge, ich mag es nicht, wenn es mehrere Wege gibt. Aber ich gehe. Bitte, da gehen wir mehr in die Richtung. Kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Ich gehe hier lang. Ist das jemand von uns? Noch mal ganz schnell. Hier geht's ja auch noch mal lang, verrückt. Oh. God, she's been mauled to death. Wait, Jennifer. No, 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 no. What did they do to you? Your mother told me. Take care of you. Oh je. Wir haben Jennifer gefunden. Eine Freundin von uns. Guck mal. Kann ich mir... Hä? Kann ich mir jetzt einen Schuh von ihr nehmen? Warte mal. Wir haben ja gerade keinen Platz im Inventar. Was ist da? Ein Stock. Den baue ich nicht. Oh. Kann ich mir den jetzt... Sneaker aufgehoben. Okay. Sammel ich mir jetzt tatsächlich von meinen verstorbenen Freunden die Rüstung zusammen? Ernsthaft? Okay, also ich brauche anscheinend noch den zweiten. Ja, toll. Neues Dokument. Aufgabenliste. Achso, nee. Ach, guck mal, das... Ach, das muss ich ja auch noch machen. Giftköder. Hm. Einen Kiefernwald haben wir. Und wo war denn hier... Aber irgendwo hatte ich doch auch meine Liste mit meinen Freunden. Oh. Naja, ich glaube, wir haben 3 gefunden und es waren 6 oder 7. Ich weiß nicht mehr, wie viele Freunde ich dabei hatte. Es sind halt auch nur flüchtige Bekannte. Ist ja auch egal. Achso, warte, ich wollte ja das Dokument lesen oder sehen. Ah, guck mal. Und Bruder Nummer 1 bis 3. Und wir haben alle diese Karte bekommen anscheinend. Aber von wem? Und die sind alle gleich, ne? Sind alle gleich. Ja. Nun gut, bevor es Stand weitergeht, würde ich sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Hops. Der kann fliegen. Vor allen Dingen, wo sind eigentlich die ganzen Fliegen, die ich hier höre? Nun gut, ich würde sagen, wir beenden diese Folge und sage dann vielen Dank fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei seid und bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich und ich höre jetzt auf zu reden. Tschüss!